Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und ja, wir sind heute dabei, Episode 5 zu starten. Ja, und damit begeben wir uns so langsam hier in den Episoden, die ich mich schon etwas weniger, ich glaube Episode 5 ist sogar die Episode, in der ich mich am wenigsten auskenne, wenn ich ganz ehrlich bin, was ironisch ist, weil Episode 5 ist, glaube ich, die überliebteste von allen Episoden, ne? Wenn ich mich nicht irre. Also ja. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen dann direkt da rein, ne? Und denken nicht viel nach. Ja, ich weiß, es beginnt auf Hoth. Und ich weiß, es kommt die eine berühmte, weltberühmte Szene vor in dieser Episode. Aber da passt dann auch schon. Kann man da drehen? Da kann man drehen. Ich merke erst jetzt, dass man da drehen kann. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. So. Ah, die stehen direkt dahinter. Ist mir noch nie aufgefallen. Okay, cool. So gut, wir gehen zu Episode 5 Star Wars. Die das Imperium schlägt zurück. Episode 5. Und dann gucken wir mal, ne? So, ihr wisst, was los ist, ne? Es war immer vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Boom. Und da muss man wieder hier den Screen wechseln, ne? Weil sonst meckert YouTube wieder rum wegen Video oder Musik, ne? Gut. Ist ja noch ein paar Sekunden. Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion. Obwohl der Todesstern vernichtet worden ist, haben imperiale Streitkräfte die Rebellen aus ihrem versteckten Stützpunkt vertrieben und kreuz und quer durch die Galaxis verfolgt. Nachdem sie der gefürchteten imperialen Sternflotte entkommen ist, hat eine Gruppe Freiheitskämpfer unter der Führung von Luke Skywalker, jedoch einen neuen geheimen Stützpunkt in der abgelegenen Eiswüste von Hoth errichtet. Doch der teuflische Darth Vader, nur von den Gedanken besessen, den jungen Luke Skywalker aufzuspüren, hat tausende ferngesteuerte Raumsonden bis in die entlegensten Bereiche des Weltalls entsandt. Okay. So, und boom. Wir sind wieder hier. Ha. Nein, aber das muss sein, weil sonst ja YouTube. Das ganze Urheberrecht ist sowieso irgendwie voll dämlich, ne? Es sind immer nur 10 Sekunden. Es sind wortwörtlich immer nur 10 Sekunden, bei denen YouTube rummeckert. Immer 10 Sekunden oder weniger. In einem einstündigen Video. Jedenfalls Episode 5. Keine Spur von Leben da draußen, General. Die Sensoren sind platziert. Sie warnen uns, falls was ist. Ich weiß, dass es kalt ist, R2. Aber Prinzessin Leia ist sehr besorgt über den Verbleib von Master Luke. Genau. R2 ist so groß. Und ihm sagen, dass Master Luke noch nicht zurück ist. No, der ist tot. Auch nicht. So, Hoth. Oh, ich fand Hoth war schon immer cool. Muss er sich in der Kommandozentrale befinden? Einer meiner Lieblingsplaneten. So, cool. Neuer Ort, neue Steinchen. Boah. Wenn ihr einen Schatz verstecken wolltet, dann doch sicher irgendwo hier, oder? Ich bin überzeugt, ja, dass es in der Basis einige Geheimgänge gibt. Ich habe eine Wand entdeckt, die einfach nicht richtig passt. Ja, außerdem habe ich irgendwie Agent Close. Boah. Irgendwie habe ich hier was entdeckt, und zwar bei Herausforderungen. So, da wird immer noch hier angezeigt. Ich verstehe das nicht. Ich habe bevor ich zum Hauptmenü zurückgekehrt bin, habe ich das hier alles abgehakt. Jetzt ist schon wieder am Leuchten. So, Herausforderung. Hier habe ich was entdeckt, und zwar, guck mal hier sieht man, wie viele Maus-Droiden man hat und wo die sind, ne? Yavin 4, 2 von 2. Maus Eisley, 2 von 2, ne? Also das Spiel sagt einem doch schon so ungefähr, wo das ist. Also das ist schon mal sehr gut, ne? Hier das ist mit Raumbrenner, weiß ich nicht genau. Das hat mit den goldenen Leuten da, die ich abschießen muss. Der große Tempel, Antitruppler. Das hat mit dem Woki, ne? Also
Ja, wir finden hier schon so ein paar Hinweise, wo das ist, wie viele wir schon haben und so. Also schon mal gut. So, ich höre die ganze Zeit was hier. Oh, ich kann sogar alle Charaktere spielen. Ich kann. Weil ich finde diese Gänge ja so richtig gut. Genauso wie im Battlefront. Sehen. Mein Gott, warum denn mit dem Hintern? Was so? Wie bitte? Ich weiß genau, wo die Kommandozentrale ist. Ich mache nur einen kleinen Umweg. Okay, was muss ich hier machen? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal nur so flüchtig hier überall rum, ne? Weil wir wollen ja sehen, was hier in den Episoden und so passiert, ne? So, hier brauche ich einen Jedi. Natürlich die ganzen lustigen Sachen jetzt hier wieder weggemacht, ne? Weil jetzt wird es wieder ernster, ne? In Lego Star Wars. Nein, so nicht. Außer hat reicht. Todes. Ne. Leute. Nein, boah. So, Ding jetzt hier mal. So. So. Links. Ich weiß, da kann man auch überspringen, aber möchte ich nicht. 3, 4. Hacken ist voll easy. Aha. What? Nein, ich kann immer noch nicht rein. Doch, jetzt kann ich. Aufstieg der Rebellen. Alles klar. Mein Cousin hat noch nie Schnee gesehen. Also habe ich welchen eingepackt und zu ihm nach Tatooine geschickt. Aber irgendwelche Idioten haben den Schnee gestohlen und gegen Wasser getauscht. Es gibt echt kranke Kriminelle da draußen. Anscheinend auch sehr dumme Leute, ne? Der steht bei mir neben meinem Bett. Der Lego-Version davon. Oh ja, ne? Oh, wir sehen die AT-STs, die AT-ATs, die AT-ATs in dieser Episode. Richtig geil. Oh. Einer meiner Lieblingsfahrzeuge in Star Wars. Vielleicht sogar meine Lieblingsfahrzeuge in Star Wars. Weil sonst hätte ich nicht irgendwie, weil nicht, ich weiß gar nicht, wie viel hat der nochmal gekostet. 100, 140 oder war 240? Ich weiß nicht. Muss ich mal kurz googeln. Lego Art. 188 ist der hier, aber nee, meiner hat so ungefähr 250 oder so hat der, glaube ich, gekostet. Gut, da gab auch einen für 800 Euro, aber nee. Der größte Teil der Basis ist geräumt, aber manche Abschnitte, der ist massiv. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinpacken soll, und der ist teuer. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, also seid besser vorsichtig. Außerdem finde ich den kleinen, der sieht schon in Ordnung aus. Ja, so neben mein Fenster hier so schön. Habe ich, glaube ich, schon oft erwähnt, ne? Aber ich hatte mal eine riesige Lego Star Wars Sammlung, ne, mit Fahrzeugen und so, aber dann haben irgendwie so eine, wie nennt man das, so eine Möbelpacker-Firma. Genau, einige unserer Nachbarn sind irgendwann mal ausgezogen und einige Möbelpacker haben deren Keller ausgeräumt, ne. Allerdings haben die, anstatt die Leute, die ausgezogen sind hier, also die Leute, die ausgezogen sind hier, okay, schön an die Decke gehen. Anstatt irgendwie den Keller von den Leuten, die ausgezogen sind, hier rauszuräumen und alles zu verschrotten und so, haben die unseren Keller
verschrottet und ja, da waren alle meine Lego Sachen drin und so, ne? Und ja, meine Sammlung ist dann leider so verloren gegangen, ne? Und ja, seitdem pack ich auch nichts mehr in den Keller rein. Pack ich das lieber in meinen Schwarz und Gold. Da packe ich das lieber hier, weil nicht irgendwo bei mir hin, ne? Wo ich auch weiß. Oh, lila. Ich dachte, wäre was für Schurken dann. Ah ja, da war ziemlich dämlich, ne? Also ja, bin ich immer noch kacke, was da passiert ist. Was soll man machen, ne? Worauf ich hinaus will, ich hatte mal eine große Sammlung und ich habe nicht vor, mir noch mal so eine riesige Sammlung anzuschaffen. Mein Gott, ist das ein riesiger Schatten. Ich habe nicht vor, mir noch mal so eine riesige Sammlung anzuschaffen, ne? Aber ich habe mir zwei Sachen vorgenommen, die ich in Lego Form haben möchte. Kühle Kammer, die ich vor meinem Ableben so noch haben möchte. Eins war ein Lego AT-AT, welchen ich habe. Also ja, das Ziel habe ich schon mal erreicht, ne? Und der zweite ist ein sehr klassischer imperialer Sternzerstörer. Den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Beziehungsweise ich habe schon einen gefunden, aber mein Gott, die sind teuer. Die sind irgendwie 500, 600 Euro oder so. Außerdem sind die riesig. Ich weiß nicht, wo ich die hinpacken soll. Aber ja, das sind die einzigen. Oh, geil. Sternkarte. Die Sternkarte, Datendisk. Was auch immer. Oh, bitte sag mir. Oh, nee, da kann man nicht. Da kann ich mich bestimmt dranhängen, sehe ich gerade. Also ja, zwei Dinger habe ich, ein Ding habe ich schon. Also ich brauche mich nur noch, irgendwie darauf konzentrieren, das Ding irgendwie zu holen irgendwann, ne? In irgendeiner grauen Zukunft, ne? Ist das so mein Plan jedenfalls? Kann ich mich da dran hängen? Ja, wie gesagt, Platz muss ja auch noch irgendwie sein, ne? Und den Platz habe ich gerade nicht, ne? Aber hey, irgendwann wird das schon, ne? Ich habe Zeit. Vielleicht kommt da irgendwann mal ein billiger raus, ne? Den AT-AT, den ich nicht mehr geholt hat, der war auch relativ neu eigentlich, ne? Bin mir ziemlich sicher, damals gab es irgendwann mal so ein Oldschool Sternzerstörer, ne, den du dir holen konntest. Der kann ich nicht springen. Aber die Zeiten sind natürlich vorbei, ne? Komm in der Echo-Basis. Und ja. Dementsprechend ist es jetzt natürlich schwieriger, hier an eins dran zu kommen. Muss ich das hier irgendwie an? Wir sehen mich nicht. So, was haben wir hier? 35. Boah, oh, da sieht man auch den Ad. Naja, sind Bösewichte. Wo komme ich da hin? Ja, da muss ich wahrscheinlich hier mit dem Schrottsammler hinfliegen, ne? Also ja. Irgendwann werde ich den haben. Irgendwann werde ich den Sternzerstörer haben, ne? Es geht auch nicht ein für 600, 700 Euro. Das ist ganz schön happig. Irgendwann wird schon wieder ein neuer rauskommen oder so, ne? Und dann schlage ich zu. Dann meine Zeit gekommen ist. Wir haben einen Haufen Waffen und Ausrüstung von einem angreifenden imperialen Schiff beschlagnahmt. Sie sind irgendwo in der Basis eingeschlossen, wenn ihr sie euch ansehen wollt. So, aber jetzt haben wir so lange über AT-ATs geredet, ne? Jetzt würde ich aber sagen, jetzt will ich aber meinen sehen, ne? Also gehen wir mal hier in der Story weitermachen. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was hier alles so vorkommt in der Story. Ich weiß natürlich wieder so einige Schlüsselmomente, aber der Rest ist schon wieder hier voll. Bin ich schon wieder voll nicht im Blick.
So. Okay. Ich bin jetzt schon so oft in diese blöden Dinger reingegangen mit C3PO und irgendwie habe ich da nie irgendwie was gefunden. Meistens immer voll die Zeitverschwendung. Ich hoffe, es ist wichtig. Chewie und ich hauen nämlich bald von hier ab. Okay. Oh, ist ja schon wieder ein Rätsel. Guck mal hier. Ja. Genau gleiche Rätsel wie in wie auf Yavin 4. Oh, was ist das denn? Moment an. Oh, grün und gelb. Müssen alle nach oben zeigen, okay. Auch oh, grün und okay. Ha. Wow. Nice. Boom. Spaß am Holotisch. Mein letzter Stress am Holotisch. So, bleibt er jetzt da die ganze Zeit oben. Dann gehen wir mal hier rein. Heif und kalt. Die Beschreibung habe ich ehrlich gesagt vorhin schon gesehen, so im Menü. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Schreibfehler war oder irgendwas mit Hoff zu tun hat, ne? So Hoff, so Heif, ne? Ah, ich nehme an auf Englisch, ne? Ja. Ich nehme an, auf Englisch würde die Mission heißen Hoff and Cold, right? Hoff und Cold, ne? Nehme ich mal an, würde das heißen. Und dann wird das wahrscheinlich mehr Sinn machen, ne? Prinzessin Leia sorgt sich um Master Luke. Er ist noch nicht zurückgekommen. Vielleicht vergaß er sich zurückzumelden. Unwahrscheinlich. Sind die Speeder startbereit? Noch nicht. Wir haben Probleme, sie bei dieser Kälte startklar zu kriegen. Dann müssen wir auf Tontons raus. Außerdem meine ich so dämliche Geräusche wie diese Viecher auf Tatooine hier. Ja. Genau. Ja, oh, ich dachte, diese Signaltürme, wenn wir sie neu kalibrieren, können wir Lukes Comlink-Signal verstärken und seinen Standort ermitteln. Wenn Sie das sagen, General, also los. Ja, was soll immer Sie sagen, Alter? Wir werden von großen und kleinen Kreaturen bewohnt. 5 Suchdruiden, bevor sie uns entdecken können. Dann suchen ab, bevor er dich entdecken kann. Weniger. Wie nett. Haben Sie dagegen bei unserer Ankunft wenigstens auf diese weniger freundlichen gescannt? Wir waren so gründlich, wie es unter den Umständen möglich ist. Ist ja ganz toll. Also wenn ich einen komische Anfall verliere, sind Sie schuld. Irgendwie komische Achievements oder Herausforderungen. Eine davon ist wortwörtlich die gleiche wie die anderen, nur halt mehr. Den habe ich schon gerade einen gesehen. Gib mir mal Wara Jedi. Wie gesagt, gib mir Wara Jedi. Ja. Yep. Oh, geh weg, ich seh nix. Wo ist denn der? Ich habe den gerade gesehen, ne? Und der war da hinter dem Ding. Jetzt guckt er nicht mehr raus. So, wo ist mein Gockel? Okay. Ah. Da muss ich die Dinger abschießen. Hat die Suchtruinen oder waren da hinten irgendwie nur so wie auf über der gangenden Schlacht? Suchtruinen. Na toll. Sie dürfen die Oberfläche nicht verlassen. Okay. Das Ding läuft mir sowieso hinterher, oder? Also nicht. Ja, nein. Nein, ist er. Ich weiß es nicht. Geil. So, warte mal hier. Da ist ein Mikro-Ding dran.
Hier mal zusammenbauen. Ich weiß es nicht. So. Okay. Auf was muss ich schießen? Das Ding. Weiß ich nicht. Ist auch der andere. Kann ich nicht. Ja, mit Episode 5 kenne ich mich, glaube ich, am wenigsten aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schießen muss. Oh. Ah, okay, jetzt weiß ich. Ist aber nicht dein, gell? Okay. Ich nehme an, ich muss dieses Mikro-Ding da abschießen, ne? Nehme ich jetzt mal an, ne? Ich habe nicht wirklich gesehen, dass der darauf geschossen hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Na gut. Dann mach mal. Oh. Okay. Sehr gut. Das ist kaputt gemacht. Das müssen wir zusammenbauen. Okay, gut. Scheint eine ganz schön große Level hier zu sein. Da will ich mir halt nur ein. Warte mal, bin ich ja gar nicht in der Level? Doch. So groß die Level. Boah, was war da? Eine Explosion gehört irgendwo. Okay. Ja, ich weiß. Okay. Da unten sind aber nur Sachen. Dann lass mich da mal kurz runtergehen, ne? Ich glaube, da muss ich schon wieder hin. Da. Warten. Einfach im Schnee untergegangen. Die Musik sich immer nur so alle 10 Sekunden am Loopen ist, ne? Ich nehme das auch so wegen Urheberrecht und so, ne? So, Durchstück! Aber... Oh Gott, jetzt muss ich da noch einsammeln. Weißt du, was mich da gerade erinnert? Erinnert mich hier an Resident Evil 6 hier, diese Schneelevel. Also normalerweise ist das Spiel mal relativ geradlinig, ne, und linear, ne, und dann kommt auf einmal diese Schneelevel und du musst hier dieses Open World Resident Evil 6. So fühlt sich das hier gerade an, irgendwie. Voll so unübersichtlich. Mehr? Das Imperium muss den Anblick von Schnee. Hey, können wir den wieder in Gang setzen? Diese Geschütze könnten hilfreich sein. Aber ja. So, ich sehe gerade. Achso, ich muss 3 Sachen auf einmal erledigen, alles klar. Wird schon wärmer. Naja, mehr oder weniger.
Und da muss. Was muss ich machen, ne? Oh. So. Oh, schon wieder ein Teil kaputt gemacht. Was ist das schon wieder zusammen? Yay. War der Typ überhaupt dabei? War nicht nur Han Solo irgendwie derjenige, der. Ah. War grad irgendwas lila. Ich glaube, Han Solo war der einzige, der irgendwie nur da war, ne? Ich glaube, Han Solo war doch der einzige, der irgendwie Luke gefunden hat, ne? Das war nicht irgendwie voll die krasse Szene, wo irgendwie Luke sich irgendwie, der musste auch gegen so ein Yeti oder irgendwie so was kämpfen, ne? Kommt wahrscheinlich gleich noch. Und der hat sich irgendwie mit den Eingeweiden irgendwie von dem Viech irgendwie gewärmt oder ist in dem Viech reingegangen, hat es irgendwie so ausgehöhlt, irgendwie sehr brutal ist, ne? Irgendwie so hat in der Art war, glaube ich, ne? So, jetzt haben wir es noch nicht entdecken lassen. Nimm das. Aber er hat für eine Figur. Ja, genau, macht die einzigen Lichter hier noch kaputt. Die mir helfen, mich hier zu orientieren, ne? Mein Gott, ey. Als würde ich hier Jedi Survivor spielen, ne? So Open World Erkundung, ne? Oh, hier ist irgendwas Neues, was ich gerade entdeckt habe. Lass mal da reingehen, erkunden und so. Das ist schon wieder vom Geräusch. Was muss ich hier machen? Hier hoch? Nee. Aber irgendwie ist ja auch nichts. Ja, gut. Okay. Ist alles kaputt gemacht, ich blöde Sau. Blöde Kuh, ich meine ich. Also, warum mache ich das hier? Mein Gott. Sogar mit Lichtern und so. Ja, warum? Muss ich da mit dem? Ich hoffe, ja nie im Leben, ne? Ne. Aber da muss ich irgendwie hin, ne? Muss ich da irgendwie noch eine Treppe oder so bauen? Irgendwie so in der Art, ne? Pass auf. Ist das so kompliziert? Muss darüber. Nur wie? Ich nehme an mit den Viechern, ne? Die wenn man so, ne? So Yoshi-mäßig, ne? Was zum? Warum muss ich die Tür wieder zumachen oder was? Ah, okay. Ich muss die Tür zumachen. Da muss ich die Leiter benutzen, alles klar. Ich muss schon sagen, was ist der Sinn von dieser Leiter? Ja, wenn ich da einfach da so reingehen kann, alles klar. Deswegen war die ganze Zeit auch so am. Deswegen hat er auch die ganze Zeit so Geräusch gemacht. So, ey, hör mal, hier ist was, ne? Acht hier drauf.
So als kleiner Hinweis, ne? Hier ist was, damit du interagieren kannst und so, ne? Als Vader. Oh nein, was mache ich nur mit dem Ding? Stimmt mit den Dingern nicht. Das gehört hier nicht. Jetzt sei schön brav und bäbelabäbel. Ich glaube nicht, dass ich das Ding abschießen muss. Hier muss ich das reinpacken. Magnete. Was davon, ne? So, warte mal. Ich kann da ein und da reinpacken. Oh ja, ich will halt erstmal hier reinpacken. Einstecken. Meins. Jetzt wieder nehmen. Sehr gut. Kollege. Steck da Teile ein. Ich will ein Gentleman sein und Sie diesen hier besteigen lassen. Ne? Diese ganzen Innuendos, ne? Einstecken, besteigen, ne? Meine Güte. Oh, da. Nein. Nein. Ich möchte ein Gentleman sein und dafür sorgen, dass sie mich besteigen. Ja. Mein Gott. Okay. Kann alles im Film vor? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Das war übrigens nicht mein Mann. Wachsamkeit. Ich kann mich an. Geil. Aber das Signal ist immer noch zu schwach. Wir brauchen noch mehr Türme. Okay. Das ist doch hier. Level, ne? Ist so lang irgendwie. Ein Level, die sind immer. Jetzt sind so in 10 Minuten. Licht. Wir kalibrieren die Signaltürme neu. Wir sollten bald seinen Standort haben. Hey, mich gibt's auch noch. Schon vergessen? Danke, Rieken. Warme Grüße auf der Basis. Da. Vielen Dank auch, Prinzessin. Oha, da hat sie Ihnen wohl die kalte Schulter gezeigt. Ah, machen Sie mal halt lang. Sind Sie General oder Komiker? Wände und alle Seile rutschen, alles klar. Zwei, nehme ich an. Oh, gerade da oben war eine, ne? Also jetzt muss ich nicht mehr rumschleichen, ne? Oh, eins, zwei, ne? Das ist die, von der ich gerade kam. Ich weiß es nicht. Warum wurden die noch nicht entfrostet? Unter diesen Bedingungen? Das wäre etwa so erfolgversprechend, wie Ratare zu hüten. Na gut. Hey. Ist ja der Palpatine. Die Palpatine.
Ja, meine hier einsteigen. Also ich dachte, der Robot mal, ne? Boom. Diese Geschütze habe ich mal gemacht in Battlefront. Da haben wir den Weg frei gemacht. Noch eine Seilrutsche. Ah, meine Hand. Ah, dieser Schmerz. Oh. Ugh. Ich war auch Keller, hat er die ganze Zeit gemacht. Ein Jedi Survivor. Hey. Wer bist du? Scout-Truppler. Ich weiß nicht, was der erste übrigens war, den ich erledigt habe. Ich glaube, er war ein Sturmtruppler mit einem Eis. Mit Eis, ne? Mit ein paar Eisstangen. Ein Eis. Eiskugel. Eisstangen. So. Oh. Ich hab ihn. Was ist das? Ein Bomber. Und der Grund für unsere Bomber, genau. Gut, dann weiter zum letzten. Luke ist immer noch irgendwo da draußen. Wo ist der Name? Ist mir noch nicht eingefallen. Ja. Wir haben das hier alles, ne? Muss noch ein Mikro-Ding, eine Herausforderung, also mit den Seilrutschen. Ich nehme an, die letzte kommt jetzt noch, ne? Ich habe jetzt keine Zeit, um mit dir das Abendbrot zu planen, Chewie. Hier draußen ist es eiskalt. Hey, wir können nicht alle einen dicken Pelz haben, weißt du? Hast du die Arbeit am Falken ab? Er hat einfach aufgehängt. Ich wollte schon sagen. Ja, einfach auf. Ich dachte, war ich jetzt hier schon weit gegangen, bin, hab ich ihn abgebrochen oder so. Habe ich einfach sitzen lassen. So, wenn aber hier. Ah, Schneetruppler. Ich meine, der ist aber ein Sturmtruppler. Ne. Ja, okay, ist gut. Ah, warte mal. Meine ganzen Müll ja aus dem Weg räumen. Oh, jetzt kann er schieben. Also. Nein. Warte mal, mache ich überhaupt? Brauche ich doch gar nicht. Kann einfach den hier machen. Ja, voll einfach eigentlich. Die Ströme kreuzen sich. Mein Gott. Ich kann nur so laut schreien. Das ist jetzt die fünfte Seilbahn und letzte. Damit sind alle Türme wieder in Betrieb. Und sieht so aus, als hätten die Luke ja können. Worauf warten wir dann noch? Habe ich ja schon alles erreicht. Bevor das Wetter noch schlimmer wird. Habe ich ja alles hier erreicht, ne? Alle Mikro-Dinger, ne? Der letzte Stein ist hier für. Ne, keine Ahnung. Für alle Herausforderungen nehme ich an, ne? Ja. Oder? Ich sehe jedenfalls hier nichts mehr. Ich sehe jedenfalls nichts mehr. Okay. Mal den krieg ich nur am Ende, ne? Warte mal, ein, ich habe 3 für wahre Edi bekommen, ne? Ich habe 1 für Mikro, 1 für oh, kann vielleicht sein, dass ich irgendwas hier verpasst, aber ich sehe auch nichts mehr auf der Karte hier, also ja, was soll's, vielleicht kriege ich ja immer ein, wenn ich irgendwie abgeschlossen habe zum ersten Mal, kann auch sein, ne? Ich glaube, das ist sogar der Fall, ne? Blablabla. Mein Gott, der hat 4 Knarren in seinen Händen. Mein Gott. Luke! Luke! Bist du da drin? Die
gehen wir rein. Aber bewahren Sie kühlen Kopf. Ausgeschaltet. Warum kann er gerade wie Homer Simpson? Bist du ein Boss? Nein, du bist tot. Zum Dagobah-System begeben. Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein, der Jedi-Meister, der auch mich ausbildete. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben! Okay. Master Luke, Sir, es tut so gut, Sie wieder voll funktionsfähig zu sehen. Danke, 3PO. Ja, etwas Milch. Ich weiß, du magst Milch. Oh. Sie scheinen es geschafft zu haben, mich doch noch ein bisschen länger hier zu behalten. Ich weiß wirklich nicht, wo Sie Ihre Illusionen hernehmen, Lasergehirn. Lach doch nur, du Pelzvieh. Prinzessin, wir haben einen Besucher. Du denkst immer nur mit deinem Magen. Ein imperialer Suchtdroide. Oh nein. Muss eine Art Detonationsautomatik besessen aber haben. Aber Chewbacca. In Sektor 4 nähert sich aus. Deswegen der Jar Jar Binks in dieser Trilogie, habe ich so ein Gefühl. Alles für einen Bodenangriff vorbereiten. So, Hive und kalt. So, ja, ich bin für erledigen der Level genau. Boom. Haufen Steine. Boom, alle Herausforderungen. Boom, alle Minikits. Flawless Victory. Das sind ein paar Charaktere. Den Typen kenne ich gar nicht mehr. Sag mal gar nichts. So viel ich weiß, hat irgendwie. Imperium naht. Machen wir einen Snowspeeder-Start klar und fliegen wir da raus. Alle Truppentransporter sammeln sich am Nordeingang. Sagen wir übrigens mal ein Lichtschwert. Nee. Starten, so wie sie geladen haben. Stimmt, im ersten Film hatte er gar kein Lichtschwert. Wir können das Energiefeld nur für einen kurzen Zeitpunkt öffnen. Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporter. Zwei Jäger gegen einen Sternzerstörer? Stimmt, er hat sein Lichtschwert irgendwie gar nicht benutzt, ne? Obwohl er eins hatte. Im ersten Film. So wie Sie das Energiefeld hinter sich haben, fliegen Sie direkt zum vereinbarten Sammelpunkt. Verstanden? Ist ja gerade irgendwo abgelaufen hier, dieses Gespräch. So, oh, da hätte ich vielleicht nicht kaputt machen sollen. Du. Nur. Einmal. Ja. Nein. Muss nicht unbedingt aufrecht sein, Kollege hier. Muss nicht immer ein aufrechter Typ sein, du. Vorsichtig. Aha. Heißwand klettern. Oh. Da war so ein Ding zum Ranziehen. Boah, ist klar. Hey. Ah, du hast mich gefunden. Zu irgendeinem Grund kann Luke ihn verstehen. Ich nehme mal wegen Chewbacca, ne? Hast du mich mit einem Bumper verwechselt? Das haben nämlich alle anderen. Ich liebe es, mich im Schnee zu verstecken und Menschen zu erschrecken. Die kriegen einen riesen Angst, wenn sie glauben, dass sie gleich gefressen werden. Das ist zum Totlachen. Wenn ich mich nicht irre, dann hat irgendwie Mark Hamill irgendwie, also der Schauspieler von Luke Skywalker, der hatte mal irgendwie sich eine Verletzung oder so zugetragen und irgendwie so ein Gesicht, ne? Aber im Film haben die halt irgendwie so dargestellt, so, das keine Ahnung, er hatte irgendwie einen Unfall oder er wurde irgendwie geschlagen von dem Vampir oder irgendwie sowas, ne? Da war sozusagen die Erklärung, warum er eine Narbe irgendwie oder irgendwas im Gesicht hatte. Irgendwas hatte der im Gesicht, ne? Irgendwie eine Narbe oder eine
Verletzungen und so, ne? Und die haben das dann irgendwie so in den Film reingearbeitet, wenn ich mich nicht irre, ne? Um zu erklären, warum Mark Hamill irgendwas da im Gesicht hat, ne? Na, warte mal, ich sehe das genau auf der Karte. Ja, mein Gott. Okay. So. Ja, wir tun offensichtlich hier natürlich nur alles erkunden, ne? Kaltes Kraftfeld. Weil für eine weitere Level weiß ich nicht, ob das reicht, ne? Also die Level war jetzt zum Beispiel ziemlich lang, ne? Aber ansonsten sind die ja immer relativ kurz, deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher. Eiszapfen da voll rausgeflogen sind. Also ja, deswegen tun wir hier mal so ein bisschen noch erkunden. Ah, Schalter. War schon. Ja, ja. Was habe ich mit den Dinger? Die habe ich. Das ist nicht das erste Mal, dass ich die gefunden habe bisher. Spitze des Eisschalters. Die haben wir auch schon öfter gesehen, habe ich so ein Gefühl. Ah. Willkommen bei unserem bescheidenen Schießstand. Wenn ihr das Schießen trainieren möchtet, kommt einfach her und legt los. Alles klar. Oh, hiermit? Okay. Kreis, nicht Dreieck. Da hat ein AT-AT, sehe ich gerade. Hab gemerkt. Oh, das ist cool. Das ist gut dargestellt, finde ich. Mich auch erledigen. Ich glaube, weil da so Rebellenzeichen sind, deswegen müssen die nicht abschießen oder so. Okay, dann versuchen wir nochmal. Zumindest könnt ihr sagen, dass ihr es versucht habt. Aber mit etwas mehr Anstrengung könntet ihr sogar sagen, dass ihr bereit. Gut, Schuss. Achtet darauf, die Ziele zu treffen. Und nicht, naja, einfach nur Luft. Ja, für Sachen kann ich gar nicht, ja. Mal geh weg. Mein Gott, ich bin auf die Augen schießen. Gar nicht so einfach, Mann. Na, ich hab schon wieder nicht geschafft. Mein Gott, das heißt so ein bisschen verzögert. Dann muss ich einfach nur die Reihenfolge hier. Mein Gott. Alter, warum ist das so schwierig? Zumindest könnt ihr sagen, dass ihr es versucht habt. Aber ich weiß nicht, warum das so schwierig ist. Könntet ihr sogar bereit? Lutschuss, achtet darauf, die Ziele zu treffen. Und nicht, naja, einfach. Mein Gott, ich hab doch darauf getroffen. Immer so ein ganz so ein Millimeter hier verfehlen.
So, jetzt habe ich gesagt, geschafft. Meine Güte. Ganz hervorragend. Hier, nimm dies als Preis und komm gern wieder, um noch ein wenig zu trainieren. Okay. Nein, werde ich nicht. So, boah, 20 Dinger sind hier noch. Holla, die Waldfee. So, warte mal hier. Oh nee, ich will schon wieder so was hier. Okay, was wird denn hier die Kombination sein? Oh, ich packe jetzt erstmal ihn hier durch. Ne, er wird jetzt vollbringen. Ne, pass auf. So. Einmal 3, 4, 2. 4, 2, 3. 4, 2, 3. Von links, ne? Mal gucken, ob das funktioniert, ne? 4. Hier 2 3 3. Ja, diesmal hat's geklappt. Das ist irgendwie eine nervige Funktion, ihn mal ja auseinanderzusetzen und so. Nein, nicht ihn, dann wird er wieder ja von allen Leuten angegriffen. Okay, mehr Steinchen bitte. Obwohl, ja, ein bisschen kann man noch, ne? Da komme ich nicht weiter. Sagt wieder, blockt irgendwie alles weg. Ich habe irgendwie immer nur an den gleichen Dingern vorbei. So, was ist hier? Ah! Jetzt geh du da rein. Oh. So, haben wir. Hat den gar nicht getroffen. Zähl mal mit Auspuff. Okay, warte mal hier. Na, da kriege ich aber nicht auf. Ne, sind eine ganze Menge von den Dingern. Gehe ich dann irgendwie einen Schrottsammler gleich oder so? Natürlich so toll. Wenn ich doch nur halb so beliebt wäre wie du, das wäre so toll. Da ist schon wieder Schrottsammler. Gehe ich gleich ein. Erkläre mir wenigstens, was ich damit machen kann. Ich habe ja schon Schrottsammler, nur halt, ich weiß nicht, was ich mit dem machen muss. So. Wo packe ich das Ding hin? Nehme an, hier rein. So. Zack. Machen wir den letzten. Und sehe ich gerade, haben wir ein Schiff. Warte. Gerade als ich den Sound gehört habe, ist mir eingefallen. Warte mal, das soll der Sound von Mausruide. So. Ein weiterer, wollte sagen Schädel. Ein weiterer Schädel von meiner Kollektion. Ich meine natürlich einen Helm, ne? Das sind keine Schädel, ne? Aber was wäre, wenn es welche wären? Was wäre, wenn diese Mausruiden hier die ganze Zeit so Schädel durch die Gegend schleppen?
Die Maus-Droiden tun mir voll leid. Die denken sich wahrscheinlich einfach nur so, oh, was für ein cooler Helm. Ich laufe jetzt damit rum. Yay. Und dann kommen wir einfach dahin und machen einfach... Also, der werft das Lichtschwert einfach nach unten. Ey, das ist so hoch. Sehe schon, ich sehe schon. Aus dem Weg. Also. Ja, ja. Der ist so hoch, ne? Ist ja größer als der da. Für R2 so was. Ja, das eine Ding ist irgendwie zu groß. Das Ding hier. Oder? Ne, passt genau. Sehe ich gerade. Sah so massiv aus. Na, mal rauf da. So, noch einer. Na gut, ja, da muss aber ganz groß sehen, ne? Ja. Ja, Lukas irgendwo kann jetzt schon diese Dinger ja alle hochheben, ne? Obwohl er es nur versucht. Don't try. Do. Oh mein Gott, dann sehen wir ja Yoda wieder. Oh, schön, ne? Dann sehen wir alten. Oh, so geht's natürlich auch, ne? Direkt die R2 dahin packen und wollen wir den gar nicht dahin packen, wollen wir andere den gar nicht dahin schieben. Bleib genau da, R2. Sehr gut. Ausgezeichnet. Bonk. Ach ja, das ist ein Schiff gewesen. Oh. Meiner, ich habe den verdient. Ha. Schön schief. Bonk. Na, TIE Bomber. Hey. Hier. Ich weiß übrigens nicht, warum die Nummer da die ganze irgendwie am Wackeln ist, da unten rechts. Ich meine, 5 Milliarden Dingern. So, was gibt's denn hier noch? Können wir mal holen irgendwas? So. Warum nicht? Ja, den Gleiter absolut, den ich genau weiß, wie man den benutzt oder wo ich den hab oder keine Ahnung, ne? So, mit der reden wir noch. Oh. Oh. Ich soll die Türen vier der Räume da verkabeln. Nur weil ich Kabel in mir habe, heißt das nicht, dass ich weiß, wie man mit Kabeln umgeht. Ich habe die Buchse voll von diesen Klischees. Aber was ihr an Zeit habt, wäre es toll, wenn ihr euch diese Türen mal anschauen könnt. Ich habe sie ziemlich übel zugerichtet. Oh, ey. Ja, viel zu.
Das wäre dabei relativ easy. Ach, ich finde aber so schön, eine Sache zu erledigen, dann kriegst du direkt wieder was Neues, ne? Kühl bleiben. Okay. Gut, dann hoppa. Ich würde sagen, das war's für diese Folge, ne? Außer ich finde hier direkt einen noch, ne? Nö. Obwohl. Das sieht ziemlich easy aus. Nach oben. Du sollst da nach oben gehen. Da, nein, nicht so weit nach oben. Nein. Darunter. Ampel. Deckenversteck. Yay. Was ich mit dem Ding? Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, mit ja 15 von 30. Fast 50% hier, ne? Das kann sich sehen lassen, finde ich. Gut, dann sage ich, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge. Ups, hier geht schon weiter. Aber wir können das reparieren. Meistro wieder. Den schnapp ich mir noch. Die werden auch auf der Karte rot angezeigt. Das ist ziemlich praktisch. Und weiß ich auch, wo die sind. Ha. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter hier mit. Na komm. Es wird nie enden. Es wird nie enden. Ich weiß genau, was ich hier machen muss. Eins. Zwei. Drei. Vier. Es wird nie enden. Ich werde immer wieder neu finden. Clevere Kiste. Gut, dann sage ich aber auch diesmal wirklich. Das war's für diese Folge. So, ich darf mich in so Dinger sehen. Und sonst will ich wieder sammeln. So, ich sag danke schön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir weiter mit der nächsten Episode 5. Level, ne, und suchen uns hier, schauen uns hier nur so ein bisschen um, nehme ich an, ne. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst auch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.